Moin Leute! Morgen ist Weihnachten! Jo Leute, 23. September, morgen ist schon soweit. Ja, in der Woche war viel los bei mir, aber nicht bei Bricklink. Ich habe tatsächlich keine Bestellung gekriegt. Fühlt sich ein bisschen doof an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ich dachte, da kommt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was. Aber gut, alle sind wahrscheinlich in der Weihnachtsvorbereitung und ja, ich denke mal, dass das dann auch wieder ankurbelt. Ich glaube auch, dass jetzt tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr nicht so viel passieren wird. Aber schauen wir mal rein in die Woche. Ein bisschen was habe ich dann doch gemacht. Waschtag heute. Ja, Leute, ich habe schon mal ein bisschen das Lego gewaschen aus dem Konvolut. Das sind hier die ganzen großen Teile. Die beiden danach nicht. Die hat meine Mutter tatsächlich noch gefunden. Also ein bisschen. Überbleibsel aus meiner Kindheit ist dann doch noch da. Aber wohl leider nicht mehr. Wobei ich immer noch glaube, ich müsste mal auf dem Dachboden die Kisten durchwühlen. Genau, hier haben wir die großen Platten, die habe ich gerade mit per Hand gewaschen. Die trocknen jetzt schon. Hier habe ich schon die schwarzen, die weißen und die braunen und die Tannenteile. Ich lege die vorher immer so ein bisschen ein, wobei das wirklich sauber war eigentlich, das Lego. Und dann kommen die nachher nochmal in die Waschmaschine. Genau, und dann trocknen die und dann kann ich die Tage hochladen. Genau, das Grau habe ich noch nicht. Da habe ich noch keine Bricksaw-Datei draus gemacht. Das mache ich dann heute noch und dann wasche ich das nachher auch noch. Genau, hier haben wir dann nochmal ja, die paar Tüten Neuteile aus dem Konvolut und die ganzen Minifiguren, die jetzt nicht komplett sind. Bei dem Superman muss ich nochmal gucken. Es kann sein, dass ich oben auf jeden Fall nur eine Hose habe und bei dem anderen fehlt nur eine Cappy. Die habe ich oben, glaube ich, auch. Dann habe ich die auch noch komplett. Genau, und hier sind die kompletten Minifiguren. 31 Stück waren das jetzt. Ja, zeige ich euch oben gleich nochmal. Weil ich diese Woche wirklich nichts los ist. Noch kein Verkauf. Der letzte Verkauf ist jetzt, ja, ich glaube schon 5 Tage her. Naja, so wie es in der Community bei den anderen auch aussieht. Alle sagen, dass es ein bisschen mau ist. Alle haben sich ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, das wird auch wieder anziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Somit habe ich zumindest ein bisschen Zeit, um ja, den Shop wieder voll zu machen. Ich habe auch noch das Wikingerdorf zum Ausparten. Das gab es bei Müller für 109 Euro im Angebot. Das war bisher der beste Preis. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Genau, das werde ich dann auch noch ausparten und im Shop hochladen. Ja, und dann haben wir wieder ein bisschen wunderbare Teile für euch. Und ich weiß nicht viel los, aber denkt nochmal dran, schreibt mich an über die Weihnachtstage. Bis zum zweiten Weihnachtstag noch. Wenn ihr mich anschreibt, haue ich nochmal einen 10% Gutschein raus. Und dann könnt ihr gerne bei mir bestellen. Jo. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Vielleicht kommt da doch noch eine Bestellung rein. Also, erstmal den Kram waschen und dann nach oben. Was ein Hamburger Schietwetter, sage ich euch. Also, ich bin im Schnee ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung gekommen. Egal. So, hier ist das gewaschene Lego. Da wollte ich euch noch mal kurz so ein bisschen erzählen, wie ich das so mache. Also mein innerer Monk sagt immer, ne, leg mal Zollstöcke hin, damit das sich nicht vermischt. Ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber wenn man so ein bisschen wühlt, ja, guck mal, hier ist sogar noch einer, der auf die andere Seite gehört. Genau, ich suche mir aus den Konvoluten immer das raus, was ich in dem Shop packen will. Ich habe nicht so viel Lagerplatz, deshalb horte ich jetzt nicht Unmengen an gebrauchten Lego. Und sortiere mir das dann immer so ein bisschen nach Farben oder Form, je nachdem. Also halt so diese großen Dinger. Hier dann die Brauntöne, Tanntöne, Schwarz-Weiß und dann habe ich im Büdel, zeige ich gleich nochmal, das Graue. Genau, und dann nehme ich mir die und zähle mir die aus und mache mir daraus eine Bricksaw-Datei. Und die benenne ich dann je nachdem, wie ich das Konvolut. Mittlerweile gebe ich meinen Konvoluts Namen. Das letzte hieß Heidi. Genau, was ihr vielleicht ja gesehen habt im Video, die 4 Kilo. Und da habe ich mir halt dann noch so ein bisschen was rausgepickt, was interessant ist. Sind bis sicherlich auch noch andere interessante Sachen bei, aber ich kann halt, wie gesagt, nicht alles horten. Deshalb konzentriere ich mich immer so ein bisschen auf eine Richtung aus allen Konvoluten, um dann die Lots so ein bisschen zu erhöhen. Genau. Und dann mache ich mir die Dateien fertig, dann wasche ich das und wenn ich es dann hochlade, nehme ich mir die Datei. Nimm mir den Kram weg, dann kann ich auch mal so kleinere Portionen machen, ne, wo ich sage, hier kommen mal eben eine halbe Stunde oder Stunde, nehme ich zwei, drei Felder und lade das dann hoch. Jo.
Ja, bis auf, also jetzt nicht die Mega-Highlights dabei, aber gute, also das Lego ist wirklich noch im guten Zustand. Das haben wir in den letzten Konvoluten auch ein bisschen anders erlebt mal. Genau, und dann haben wir jetzt hier die kompletten Minifiguren. Die habe ich mir eben einfach so ein bisschen zurechtgelegt. Dimension, die beiden hier sehen, da habe ich schon Interessenten, die gehen schon weg. Genau, ein bisschen Star Wars. Diesmal ein bisschen Superheroes, habe ich sonst nicht so viel gehabt. Ganz viel Harry Potter. Ja, und Ninjago ist halt, liegt bei mir, ne? Also, da ist das Interesse nicht so wirklich hoch. Mal gucken, der eine, dieser hier, glaube ich, der liegt so bei 14 Euro. Keine Ahnung, ob ich da mal welche verkaufe. Bin tatsächlich auch mittlerweile am Überlegen, ob ich nicht auch, was Minifiguren angeht, bei eBay mal gucke, ob ich das mache. Aber ich scheue da noch so ein bisschen die zweite Gewerbe, oder also das ist ja keine zweite Gewerbeanmeldung, aber dass man dann einfach noch einen Shop hat und noch mehr zusätzliche Rechnungen hier und hochladen und Bilder machen und ist ja so auch schon nicht wenig Arbeit, ne? Genau, die Kiste hatte ich euch hier unten schon mal gezeigt. Das andere ist dann hier noch drin. Ja, noch mal eben kurz rausholen. Ich mache mal eben kurz einen Cut. Jo, genau, das sind dann hier die Grauteile, Light und Dark Blue Stray, die muss ich, wie gesagt, da muss ich die Tabelle noch, oder die Liste noch erstellen und das nochmal waschen. Und hier bei dem waren ja relativ viele von diesen Dimensions-Geschichten bei. Habe ich jetzt auch gesehen, sind zum Teil gar nicht so günstig. Ich weiß nur nicht, ob sie sich verkaufen. Ich werde sie mal in den Shop packen. Vielleicht ist da ja was für einen oder den anderen dabei. Und hier sind noch ein paar Print-Sachen, so ein Avengers-Geschichte und genau noch so ein paar andere Farben, die ich mir dann dort auch rausgesucht habe, wo ein paar mehr Teile von da waren, die ich dann auch noch in den Shop hochlade. Jo. Ja, da möchte ich mich schon mal ganz kurz bei euch Community bedanken. Ich habe es zwar nur so durchgestrichen. Ich habe heute die 200 Abonnenten geknackt bei YouTube. Da freue ich mich sehr drüber. Wirklich cool. Habe ich bei den 100 Abonnenten Special nicht gedacht, dass die nächsten 100 so rucki-zucki gehen. Ja, freue ich mich sehr, dass das so ein bisschen honoriert wird dabei, was ich hier so mache. Obwohl das nicht der Haupthintergrund war. Aber das macht dann natürlich noch mehr Spaß. Jo. Dann machen wir mal weiter. Bis später. Tja, Leute, so sieht das denn aus, wenn ich die Teile auszähle und den Brickstore hochlade. Vielleicht kann man es ein bisschen einfacher machen. Ich mache es mir immer so, pick mir die Teile dann raus, trage sie da ein. Und hab nachher die Datei. Hier werde ich jetzt auch Dark und Light Blue Spray dann nochmal trennen und dann auch getrennt waschen. Jo, genau, das andere trocknet ja noch. Und dann war heute der Postbote da und hat was Schönes vorbeigebracht. Damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Jo, die kam relativ früh. Ich konnte mich noch zusammenreißen, habe sie noch nicht aufgemacht. Denn ich will nochmal wieder so ein Video machen, wo wir die zusammen aufmachen und ich die auch nochmal wiege. Ich will das ein bisschen anders aufbauen als beim ersten Mal. Genau, falls ihr das nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne nochmal. Da habe ich das mit der Marvel Minifigur-Serie gemacht, mit der hier oben. Genau, da hatte ich leider nicht komplett drei Sätze drin. Ich hoffe, dass ich diesmal drei Sätze habe. Genau, und zweimal das Battle Pack habe ich mir noch mitbestellt. Ja, auch ziemlich cool. Das landet dann für euch auch im Shop. Da werde ich jetzt, glaube ich, kein Review zu machen. Ist jetzt ja nicht so viel zu erzählen, aber auf jeden Fall coole Figuren, cooles Battle Pack. Jo. Genau, dann starte ich jetzt erstmal hier mit der Liste. Und ja, wir haben mittlerweile Donnerstagabend. Immer noch keine Bestellung reingekommen diese Woche. Bisschen mau. Aber vielleicht kommt ja noch was. Schauen wir mal. Ja, um euch vielleicht nochmal zu zeigen, wie ich denn so vorgehe bei gebrauchten Lego. Also ich fange meist mit den Plates an. Gehe dann hier über die, warte, ich kann das hier nochmal zumachen. Also ihr habt hier die Liste, geht ihr hier oben auf das Plus. Dann auf Part und dann könnt ihr hier die Plates auswählen. Und die sind dann hier auch sortiert nach Größe. Und dann geht das bei einer 1 los, einmal 2 und so weiter und so weiter. Genau, die suche ich mir dann alle raus, klicke mir die an und danach nehme ich dann die Round Plates, je nachdem, was denn da ist. Und jetzt bin ich gerade bei Plate Modified. Moment, Plate Modified hier. Genau, und dann gehe ich halt immer so durch
Und guck, welche denn als nächstes sind. Hier, Jumper Plate. Genau, davon haben wir welche. Das sind dann diese hier. Doppelklicke ich sie mir rein. Hole sie mir da hinten weg. Und lege sie mir dann hier, habe ich quasi so eine Reihenfolge. Ne? Hier habe ich angefangen. Und so ist jetzt quasi die Liste runter. Und dann weiß ich immer genau, wie viele das sind. Und dann nehme ich mir immer so ein paar, die dann hier vor mir liegen. Und wenn das dann voll ist, dann gehe ich hier rüber, markiere mir alle mit Steuerung A, weil ich ja immer die gleiche Farbe habe. Ups, Entschuldigung, ihr seht gar nichts. Genau, wähle mir den Dark Blue Spray aus und muss jetzt nur noch die Anzahl eingeben. Ja. Nehmen wir hier 2, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, dann kann ich hier mir einfach 8 einmal weiter runter drücken. Das nächste sind dann 2, 4, 6, 7, 7. Ein runter, bei den 1 und 4er haben wir 5 und so weiter und so weiter. Und dann geht das eigentlich relativ fix. Genau, danach werden die wieder eingetütet, dann werden sie gewaschen und wenn sie dann fertig gewaschen sind, brauche ich die Liste nur aufrufen, ziehe mir raus, welche ich schon habe und trage bei den neuen die neue Schublade ein, das neue Remark und dann sind die Dinger hochgeladen. Ja. Ja, ich zeige euch diese Woche ein bisschen mehr sowas, weil, wie gesagt, nicht so wirklich Bestellungen kommen. Ja, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ich mach mal weiter und ja, zeige euch gleich nochmal was, was ich zum Ausbaden habe. Jo, hier haben wir dann auch das graue Lego noch, was zum Trocknen lag. Das andere hinten ist mittlerweile auch schon trocken. Hier können wir mal gucken. Das liegt jetzt seit gestern früh, also ungefähr 24 Stunden. Das sieht schon gut aus. Genau, da habe ich schon ein bisschen was weggeräumt. Das werde ich, glaube ich, heute Abend noch hochladen. Da nehme ich mir noch mal ein bisschen Zeit und ja, sind knapp 1000 Teile oder ein bisschen mehr als 1000 Teile. Die Dateien habe ich ja schon fertig. Jo, was haben wir denn sonst noch so? Ich habe hier noch ein Paket bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe das schon aufgemacht, selber reingeguckt, habe ich noch nicht, obwohl ich eigentlich weiß, was drin ist. Und zwar habe ich bei dem lieben John Braxton beim 1000 Abo Special mitgemacht. Ja, ist das Jahr der Abo-Special-Gewinne. Der Gute hat ein bisschen rausgehauen und ja, schauen wir doch einfach mal rein. Genau, hat er ja in seinem Video auch schon gezeigt. Ich verlinke euch den Kanal auf jeden Fall mal. Vielen lieben Dank, John, für das nette Paket. Ich habe tatsächlich, freue ich mich sehr über den Iron Man, weil ich habe nämlich noch keinen Iron Man und der wird natürlich zusammen mit dem Luke Skywalker, den ich von Chris von Brickerino, den ich euch auch nochmal verlinke, bekommen habe, werden die beiden einen Ehrenplatz bekommen. Muss ich nochmal gucken, vielleicht irgendwo da oben so oder so, schauen wir mal. Ja, da freue ich mich sehr. Dann haben wir hier ein City Polybag. Auf jeden Fall auch ganz cool. Dann einen kleinen X-Wing. Ich habe so einen Polybag tatsächlich auch noch nie gebaut. Den werde ich auf jeden Fall mal aufmachen für mich und den bauen. Vielleicht kann ich mir da ein bisschen oben was dekorieren. Und dann war er so lieb, weil er ja weiß, dass meine Große immer fleißig mithilft bei den ganzen Konvoluten. Und er ja auch viel mit Konvoluten macht und auch mit seinen Jungs. So eine kleine Lego-Stadt baut unten. Ja, hat er für die Große noch zusätzlich ein Friends Polybag eingepackt. Das hat er in der Verlosung gar nicht gezeigt. Das hat er mir dann so geschrieben, dass er das dazu packt. Dafür ganz lieben Dank, da wird sie sich freuen. Kriegt sie denn gleich, dann kann sie ein bisschen dem Vorweihnachtsstress noch entfliehen und eine hübsche Blume bauen. Und Papa baut vielleicht dann gleich den X-Wing. Cool! Ja, vielen Dank! Ja, genau, ein bisschen was hatte ich auch schon in anderen Videos gezeigt, dass ich da was bestellt habe und das relativ früh gekommen ist. Hier haben wir das Battle Pack, das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ich würde es gern bei Bricklink schon hochladen, allerdings ist es da noch nicht gelistet. Und ich habe keine Ahnung, also nein, was heißt ich, keine Ahnung. Also bei den Minifiguren bin ich mir gar nicht sicher, ob es die so schon mal gab. Müsste man mal rausfinden. Und es ist mir dann tatsächlich ein bisschen zu mühselig, die ganzen Teile alle einzeln da irgendwie einzuhacken bei dem neuen Set. Ich warte einfach, bis das gelistet ist und dann lade ich das gerne für euch hoch. Genau. Und genau, hier habe ich ja noch das Fahrzeug von Rock Riders. Da wollte ich noch ein Review machen. Das habe ich noch nicht abgedreht. Ja, die Weihnachtstage gehören der Familie. Vielleicht mache ich es irgendwann abends nochmal fertig, ersten Weihnachtstag.
und lad euch das nicht hoch, aber seid mir bitte nicht böse, wenn jetzt über die Weihnachtstage nicht so viel kommt. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Aber auf jeden Fall ein klasse Set. Und den kleinen davon habe ich auch noch. Vielleicht mache ich das Review auch zusammen. Schauen wir mal. Ja, dann möchte ich mich bedanken für 205 Abonnenten bisher. Richtig cool. Vielen lieben Dank. Das motiviert mich auf jeden Fall. Und ja, 295 noch und dann gibt es dieses schöne Set im 500-Abo-Special. Aber ohne die Baseplate. Also, vielleicht. Genau. Ja, dann habe ich ja die neue Minifiguren-Serie. Habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Das kam auch ganz gut an. Vielen Dank, dass ihr das schön fleißig guckt. Da freue ich mich. Für mich auch wirklich eine tolle Serie. Quatschen wir am 28.12. auch nochmal drüber im Livestream mit Julian von Multiverse of Brickness und dem lieben Mike von Windsheim Bricks. Ja, kommt gern vorbei am 28.12. 20 Uhr. Wir würden uns sehr freuen. Und dann habe ich hier noch das Wikingerdorf, was ich mir eigentlich, nein, oder was ist eigentlich? Ich habe es gekauft für den Shop. Ich habe es noch nicht ausgepadet. Vielleicht mache ich das jetzt über die Feiertage auch nochmal, wenn ich ein bisschen Luft und Lust habe. Ich möchte es irgendwann auch selber bauen und für mich haben, aber das erste Ding geht jetzt in den Shop auf jeden Fall. Und ja, ganz lustig, als ich das ausgepackt habe und ich zu meiner Frau sage: Ah, guck mal hier, wieder neuer Stuff für den Brickling Shop. Dann guckt sie mich ganz verdattert an: Wie? Das ist doch viel zu schön für den Brickling Shop. Nein, Leute, das für euch. Da könnt ihr zuschlagen. Das sind, glaube ich, auch echt ganz coole Teile bei. Auch die Minifiguren sind ganz cool. Ja, jetzt hat man hier nochmal so ein bisschen den Vergleich, was ich ja in dem anderen Video schon gezeigt hatte. Also, die passt doch da auch optisch ganz gut rein, die gute. Ja. Wunderbar. Aber das Ding zu bauen, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist bestimmt auch wirklich ein cooles Set. Jo. Dann. Mal nochmal einen kleinen Cut. Jo Leute, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine ganz, ganz tolle Weihnacht zu wünschen. Die 12 Minifiguren, die fallen hier oben bei mir auf dem Dachboden. Den mache ich noch ein bisschen gemütlich. Und ja, habt eine tolle Zeit mit euren Lieben, kommt ein bisschen runter. Und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Lego unterm Weihnachtsbaum. Mal schauen, wie artig ich war, ob ich vielleicht auch was bekomme. Leute, macht's gut. Feiert schön. Merry Christmas.